Haha. Was ist das denn für ein Draft? Ich war eben noch Altapped. Ich habe als erstes Entermage gepickt, weil die Zeit schon ablief. Und dann komme ich wieder, mir noch was zu trinken geholt und dann ist es der Draft. Respekt. Habt ihr gut gemacht? Jetzt kämpfen wir noch ein bisschen um die Mitte. Sauber. Herrlich. Wir hatten eben schon so ein Spiel, das ist noch angezeigt. Ne, ist egal. Da habe ich Disruptor gespielt. Das war auch so. Da hatte ich als. Da hatte ich nach 55 Minuten hatte ich mehr Net Worth als der Slark. Also ich war Support Disruptor mit einem Support AA zusammen. Unser Offlaner hatte halb so viel Net Worth wie ich und der Safelaner genauso viel. Und der Offlaner hatte irgendwie 220 auf seinem Sand King. Und, was war das andere? Der Slark hat irgendwie auch irgendwie 3-11 oder irgend sowas. Wir hatten einen Alchemist im Team, der richtig gut gespielt hat und wir hatten es sogar fast noch gewonnen. Trotz des Slarks und des Sand Kings. Wir haben es dann trotzdem nicht gewonnen. Und jetzt haben wir so ein Spiel. So. Warum hat er sich denn gedacht, dass es eine gute Idee wäre, Slark mit Void auf. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge. Naja, vielleicht kann ich ein bisschen was holen. Ich brauche auch den Kurier nicht so unbedingt. Bin gespannt. Magic shall not prevail. Nice. Thanks for that. I will not forget this. Okay, jetzt haben wir da den. Jetzt geht der Face des Void stattdessen gucken in die Mitte. So. Hat er sich gedacht. Was? Der OD ist nicht mehr ganz am Rage, dann geht er in die Mitte. Okay. Seems legit. Ein Ursa, ne? Der kann ganz gut in der Lane gegen mich stehen. This is ours. Well-gotten gains. Der Void wollte auch mal ein bisschen scheiße. Er dachte, wenn alle scheiße sind, ist er auch scheiße. Kann er auch mal machen. Auch er kann scheiße sein. Das bleibt nicht anderen vorbehalten. So, mal Boots einsacken. Jetzt hat man leider ungefähr 1000 Jahre die Fury Swipe Stacks. Was so mittelangenehm ist. So verwendet. Passt das sicherlich auch. Now count thy costs. Thou art denied. Time is money. So, wenn nicht so viele Towerhits kassieren. Ich überlege gerade, ob ich einen Pullman-Shield fertig mache, damit ich ein bisschen leichter mit ihm traden kann. Ich hätte jetzt nicht so viel gegen Fury Swipes, aber gegen die. Gegen die anderen.
gegen die Creeps dann, die Creep-Akku, die ich auf mich ziehe. Schauen wir mal. Erdpurmen-Shield. Na, ich mache mir das, glaube ich, mal. So, kommt her, Kinders. Wie viel Mana hat er noch? 20, okay. Also kommt da keine große Überraschung mehr. Braucht zwar auch nicht viel Mana. Aber wenn die mal abholen, wo man gleich hingeht. Tauschen wir uns hier ein bisschen aus. Ja, Fury Swipes machen, traden. Immer ein bisschen schwierig. Das haben sie auch vor einer Weile geändert. Eigentlich erstaunlich, dass sie nur 1-0 finden. Okay, es ist 2-0. Als nächstes dann mal den Ring of Health einsacken. Ah, verdammt viel spät. Naja, kommt er wieder angeschissen. Kann sich ruhig einen Tower-Hit abholen. Okay. Ricky, Shadow Demon und Ursa hier oben. Warum auch nicht? Und der Juggernaut ist in den Jungle gegangen. Na dann. Schade, dass ich hier einen Ring of Health noch nicht habe. Und ein Luna gegen Slark. Ja, fast. Irgendwie. Well, my goodness, your top tower is under siege. Schau mal, was mitbekommen hat. Level 4. Wundert er sich jetzt? Hatte ich es so gut ausgemalt auf der Offlane? Tja, wann sind die Disruptions? Also der Shadow Demon macht bis jetzt nicht den hellsten Eindruck. Oh, jetzt geht's mal ganz gut mit dem Ring of Health. Wie viel Mana hat er noch? 71. Das hält sich in Grenzen. Jetzt versuchen wir unten mal was. Tja. Unser Problem. Noch mehr als die Laning Phase, oder was heißt noch mehr als Laning Phase? Neben der Laning Phase. Jetzt dann, dass sie sich halt jeden Rohschan holen.
Autsch. Das ist natürlich auch ein Problem. Die Kombination von Shadow Demon und Riki. Ich habe tatsächlich gedacht, dass sie eher früher auf Roshan gehen. Der Warlock lacht. Na, meine, die Kombo haben sie geschafft. Vor allem, ich bin ein bisschen gewundert, dass sie die Kombo nicht richtig gemacht haben. So. Natürlich nicht schlecht, dass sie schon einiges an Burst Damage haben, wenn man da gesilenced rumsteht. Jetzt hat es da den Juggernaut. Verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Läuft irgendwie nicht so gut. Verstehe aber gar nicht genau warum. Unsere Picks waren jetzt schon ziemlich gut. Irgendwie geht das jetzt gerade ein bisschen schief. Aber ich kann nicht genau sagen warum. Aber ich glaube, das holen wir noch alles raus. Ja, da ist der Roshan, von dem ich gesprochen habe. Nochmal gut, dass man die nicht irgendwann später aus Versehen nicht gemütet hat. So weit soll es ja nicht gehen. Ein bisschen aufpassen hier, es kann sein, dass jetzt hier nach oben kommen. Ein bisschen Shadow Demon im Auge behalten. Ja, fast. Ich dachte, dass Shadow Demon noch ein bisschen mehr verrät. Schade, Pounce treffen ist auch nicht so seine Spezialität. Warlock Ulti kaputt. Bisschen Bonusgold. Danke. Ich finde es mal putzig, wie die Leute kompletten Scheiß picken und sie dann doch noch Mühe geben. Sie wollen ja dann doch gewinnen. So ist es nicht. Sie denken sich halt irgendwie immer nur, dass das trotzdem eine gute Idee wäre, was sie da machen. Oder dass das schon irgendwie geht. So genau weiß man da, glaube ich, nicht immer, was da vor sich geht. Muss man, glaube ich, auch nicht immer wissen. Na, Void. Tja. Gar nicht mal so gut. Your middle tower has been destroyed. Das wäre eine verrückte Idee, dass er seine Spells nutzen soll. Die sind schon manchmal ein bisschen irre. Oder nicht durch. Mal schauen. Das Gute ist auch, na? Reaktiones? Ah, nicht so sehr. Er hat vorhin einmal das Pounce probiert. Es hat nicht geklappt. Seitdem hat er sich auch entschlossen, das nicht mehr zu machen. Autsch. Tja.
Hätte ja theoretisch klappen können. Wäre ja theoretisch möglich gewesen. So, machen wir mal weiter hier. Ja, der Right-Click mit Dragonlance. Schon gar nicht so ohne. Autsch. Ja, fast. Beinahe das geschafft mit dem Ulti. Mein TP ist halt noch auf Cooldown, das könnte man ja was probieren. Der Slark pinkt jetzt. Ja, was machen sollen vielleicht. Now count my costs. Your tower has been destroyed. Die Luna zurück. Geh ich auch mal zurück. Time is money. Hat seine Kronos hier auch noch benutzt. Tja. Der Ulti hat auch fast irgendwas gemacht. Wie nah man rangehen muss. So putzig. Na? Naja. Ihr macht das schon, Jungs. Da vollstes Vertrauen in euch. Dass ihr es gut hinkriegt. Wo war der eigentlich? Weiß man nicht so genau. Hat der Offlane-Slark natürlich recht. Hat der Void ganz schön verkackt. Kann der Offlane-Slark nicht verstehen, wie man so eine Line abbauen kann und dann, wie man sowas macht. Warum man sowas macht, hat er kein Verständnis für den Slark. Er hat ja seine Items, das hat alles funktioniert. Kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen, er hat seine Rolle erfüllt. So. No. Kinders, jetzt lasst doch hier auch mal was übrig. Jetzt lasst doch hier auch was übrig. In der Mitte ist der Warlock. Die haben auch zum Teil noch gewettet. Natürlich auch nett, wenn du so ein Spiel präsentiert bekommst und du einfach denkst, okay. Da können wir mal ganz gut wetten. Da haben wir ganz gute Chancen wahrscheinlich. Ach, ein Ward. Das ist ja krass. Ist auch ein bisschen gemein, dass da Wards sind. Wem riecht der wohl da? Ich hätte, glaube ich, nur den Void bisher gemütet. Ja, da sogar sein Time-Walk in die Kriegt. Tja, also das war jetzt ein typisch unglücklicher Spiel. Das hätten wir genauso gut gewinnen können. Vom Draft her war es ausgeglichen. Dass das jetzt nicht geklappt hat,
ist dann auch wirklich, wie gesagt, einmal mal Pech. Auch das solide gespielt. Now count by costs. Without your bottom barracks, the map really is much meaningless. Monster kill. Meantime, damage. Your middle tower is under. Verstehe auch nicht. Also wir hatten echt einen guten Draft. Alles ganz vernünftig gemacht. Jetzt mir unerklärlich, wie das genauso laufen konnte. Hat er, es lag schon recht. Alter, macht die viel Schaden. Ein bisschen unangenehm. Sind Ricky gekillt immerhin. Damit haben wir jetzt ja praktisch gewonnen. Haben sie gut gemacht. So, den Void kann man reporten, da kriegt man auch seine Reports wieder, ist ja ganz praktisch. Haben sich darauf geeinigt, dass der der größte Idiot ist. Vielleicht war er auch der größte Idiot, aber auf jeden Fall ein ziemlich großer Idiot. Das kann man schon mal feststellen. Tja, Offlane Slark, Offlane OD, auch beinahe geklappt. Haben wir insgesamt souverän gespielt, wie gesagt, es war ein bisschen unglücklich, dass wir verloren haben. Aber da kann man jetzt auch nichts machen. Das war, glaube ich, einfach nur Pech. Die anderen haben nicht mal besser gespielt, sie haben nicht besser getraftet, einfach Pech. Kam halt so zusammen. Naja, so ist es manchmal.